Bei uns unterzukommen. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast ist ein Mann, ist ein sehr bekannter Mann, er ist ein Schauspieler. Er spielt immer die Typen, die es im Leben nicht ganz so gut haben, eher die Verlierer sind. Er ist einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, vor allen Dingen seit seiner Paraderolle als Frank Thiel im Münsteraner Tatort. Ganz genau. Und er ist so bescheiden. Er ist als Kind schon so zurückhaltend gewesen und hat seine Erfolge einfach nicht rausposaunen wollen, dass seine Mutter ihm gesagt hat, Junge, Axel, prahl! Heute ist zu Gast bei Zimmerfrei, eben dieser, Axel, prahl! Sehr schön. Bravo. Was habt ihr denn Schönes gekocht hier? Bravo. Bravo. Danke, danke, danke. Na, oder? Steht doch 1A. Ja. Ich bin heute den ganzen Tag durch den Sender gelaufen, hat einer mein Haarspray gesehen. Was war das jetzt für ein Gefühl, hier rauszukommen? Berauschend, berauschend. Axel, richtig berauschend. Axel hasst Talkshows, etwas, ne? Wackelige Knie, ja, ich hasse eigentlich Talkshows. Ist ja keine Talkshow. Und gegessen habe ich eigentlich auch schon. Ja. Eigentlich wollte ich auch wieder los. Ja. Ist auch schon spät. Ist ja auch schon spät. Ja. Wenn du über einen roten Teppich läufst, sagst du, kriegst du richtiges Herzrasen. Ja, warum? furchtbar. Ja, weiß ich auch nicht. Die Aufregung, die Fotografen und das Geschrei, Axel hier, Axel da, und ja, richtig lauter gut, wichtige Menschen, weiter. Die viel zu sagen haben und so weiter. Und ich habe ja immer nichts zu sagen. Ja, ja. Da freue ich mich jetzt. Was sagst du? Weiß oder rot darfst du jetzt sagen? Was habt ihr? Rot gerne. Ja. Was habt ihr denn schönes Italienisches gekocht? Ja, kannst du es riechen? Spaghetti aglio olio? Oh. Si. Ah, va bene, grazie. Was möchtest du, grazie. Ja? Ich trinke Rotwein mit. Bitte. Rotwein. Und ihr kriegt gar nichts? Na, wozu? Deswegen gehe ich eigentlich lieber in eine Kochshow wahrscheinlich. Aber der Kochshow wird gekocht, hier wird gegessen. Ja, das stimmt, hast du auch wieder recht. Schön, dass du ja, kommen konntest. Ja, pardon, sehr, sehr unfreundlich, sehr unhöflich. Nee, mach mal, fühl dich wie zu Hause. Ich mach mal ganz ruhig jetzt. Wohl sein, wohl sein. Ebenso. Hier schön in die Äuglein. Natürlich. Sonst 7 Jahre. Aber ich werde so abgelenkt durch die Haare. Schlechten 6, ja, aber... Aber besser als gar keinen. Genau. Boah, das habe ich dir aber einen roten Teppich für den Gag ausgewählt. Ja, das war ganz schön. Das war eine Steilvorlage. Halleluja. Ja, apropos Halleluja, guten Appetit. Guten Appetit, ja. Wann ist denn diese Popularität ein Fluch? Immer? Wann oder warum? Nee, wann? Wann beispielsweise, wenn ich mit meinen Kindern über einen Weihnachtsmarkt laufe und eine angetrunkene Horde Männer irgendwo am Punschstand steht und mir hinterhergrölt und auch hinterher geschossen kommt, so dass meine Kinder schon verängstigt sind und an meinen Klamotten zerren und sagen, ja, so ist das. Und wann ist es ein Segen? Meine Mutter hat mir beigebracht, mit vollem Mund nicht zu sprechen. Deine Mutter werden wir gleich sehen. Da kannst du eigentlich besser... Mama! Meine hat nicht versucht, mir das beizubringen. Aber spucken war auch nicht erlaubt. Das war auch schon. Kannst deine Mama sagen, die Westermann hat auch mit vollem Mund gegessen. Gegessen? Mit vollem Mund.
Vollmond isst man nicht, aber nie auf nüchternen Magen. Bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, echt. Also deine Eltern kommen jetzt zu Wort. Meine Eltern kommen jetzt schon zu Wort. Ja. Hast du eigentlich? Kann ich nicht erst noch ein bisschen was essen? Hast du eigentlich mit leichtem Herzen zugestimmt, dass deine Eltern vor die Kamera treten und was über dich erzählen? Oder hast du gar keine Gedanken gemacht? Ich habe ja sonst kaum Freunde. Also. Da dachte ich, da ist es das Klügste, meine Eltern vorzuschicken. Genau, die Thorsten, finden vielleicht noch löbliche Worte. Finden die. Thorsten Schorn hat alles aus denen rausgeholt, was rauszuholen war. So, gucken wir das jetzt. Neustadt an der Ostsee. Hier ist Axel Prall groß geworden mit diesen beiden Menschen. Sein Daddy Dieter und Mamachi. Mamachi Rita. In welchem Haus haben Sie gewohnt? Wir haben unten in dem Haus, was hier längs steht, gewohnt. Die Wohnung unten rechts. Und die beiden hatten ein Zimmer, ihre beiden Jungs? Unsere beiden Jungs hatten ein Zimmer gehabt und das haben sie sich geteilt. Hat das mit der Ordnung gut geklappt? Nein. Nein? Nein. Der Große hat Ordnung gehalten und der Kleine hat keine Ordnung gehalten. Der Kleine ist in dem Fall der Axel. Der Kleine ist der Axel. Da haben Sie doch viel eingegriffen als Mutter. Da habe ich eingegriffen, genau. Bin ich zum Doktor gegangen, weil ich mir keinen Rat wusste. Sie sind zum Arzt gegangen? Ja, zum Arzt bin ich gegangen. Weil Axel keine Ordnung halten konnte? Weil Axel keine Ordnung. Gibt es da Medikamente dagegen? Nein. Der Arzt hat zu mir gesagt, ich sollte ihn so lassen, wie er ist, weil das braucht er zum Ausgleich. Künstler sind sowieso unordentlich. Guter Arzt. Guter Arzt, ja. Die beiden haben mir versprochen, sie zeigen mir den Platz, wo sich die jungen Leute von Neustadt treffen. Und jetzt sind wir hier an diesem Baum. Unterm Birnbaum. Ja? Ja. Der hier früher stand. Der hier früher stand. Und da hat Axel Prahl den Soundtrack geliefert fürs Lagerfeuer. Er hat die Musik gemacht. Genau, er hat Gitarre gespielt, die anderen haben geknutscht und Axel hat musiziert. Und ihm hat das immer hinterher ein bisschen leid getan, dass die anderen nicht gespielt haben. Und er mal sich in die Lage versetzen könnte, mit Mädchen ein kleines bisschen zu spielen. Also mit seiner Gitarre gespielt. Mit seiner Gitarre gespielt. Weil er war ja immer ein fröhliches Kind. Stand morgens auf, Füße aus dem Bett, fröhlich gesungen. Kriegen Sie noch irgendein Lied zusammen von damals? War das nicht ein Lied von Bonnie M? Girl, ja, das war es. Schalalala. Brown Girl in the Ring, schalalalala, Bier und Apfelkorn, schalalalala. Die richtige Version. Das ist der Platz, an den er als erstes will, wenn er Sie besuchen kommt. Ja, das ist er. Er geht zuerst immer ans Wasser. Ja, eine rauchen. Eine rauchen, um sich auch zu entspannen. Was hatten Sie sich eigentlich als Beruf für ihn vorgestellt? Mein Wunsch war es, dass er sich beim BGS bewerben sollte. Beim Bundesgrenzschutz? Beim Bundesgrenzschutz. Ja. Oder bei der Polizei. Ja, da ist er ja jetzt da quasi. Ist er jetzt als Tatortkommissar. Ja. Sind Sie zufrieden, dass er Schauspieler geworden ist? Er sollte meines Wunsches entsprechen und sollte Lehrer werden. Mhm. Weil er Kinder auch sehr liebte. Aber als er das Studium geschmissen hat, war ich sehr erschrocken. Was haben Sie gedacht? Von einer brotlosen Kunst in die andere. Genau. Ja. Aber heute, ein deutscher Schauspieler kann eigentlich fast nicht mehr erreichen als die Hauptrolle im Tatort. Genau. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ach, ich kann sie drücken. Axel Prahls Mamachi und sein Daddy Dieter. Bravo! Aber Bonnie M. war das nicht. Alles klar. Leute. Thorsten Schorn hat eine Situation hervorgerufen durch das Interview mit den Eltern von Axel Prahl. Er war erst sehr, sehr gerührt. Dann war er empört. Brown Girl in the Ring, nachweislich nie gesungen. Nie gesungen. Nein. Und als dann der Bundesgrenzschutz noch ins Spiel kam, da versucht er den Fernseher auszumachen. Und du hast wirklich diese wunderschöne letzte Äußerung deiner Mutter überhört, die dann so einen großen Frieden mit dir und deinem Beruf und deiner Karriere gemacht hat, dass sie gesagt hat, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das hast du geschafft. Und da wolltest du ausmachen. Schäm dich, Axel. Aber man hat schon das Gefühl, nun auch noch. Das nun auch noch. Dass sie so ganz happy ist sie immer noch nicht, oder? Wenn du auf Lehrer umschulen würdest, wäre sie total glücklich, oder? Nein, nee. Nee, das glaube ich nun wiederum doch nicht. Nein, Entschuldigung, ja, da bin ich wieder dem Scherz auf den Leim gegangen, nicht? Und habe wieder die Tiefe des Lebens eigentlich nicht richtig würdigen können. Hast du recht, ja. Das macht mich jetzt ein bisschen betroffen. Wir kommen bei zwei bei Calvas, meine Damen und Herren.
Schlägt auch ein bisschen auf den Magen jetzt. Möchtest du es nochmal sehen vielleicht? Ja, vielleicht kann ich die Schlusspassage nochmal hören. Das lässt sich bestimmt einrichten. Die Schlusspassage zeigen wir gerne nochmal. Das würde ich schon gerne nochmal sehen. In der Zwischenzeit, ist es noch derselbe Baum wie damals, unter dem ihr damals gesungen habt als junge Leute? Nein, da wurde ein Spielplatz gebaut und man hat an einen anderen Baum hingepflanzt. Ich glaube, der Birnbaum war auch durch. Ah ja. Den haben wir geschafft. Also in Berlin Love Parade wurde ja auch wegen viel Urin und so war es also. Frage an die Regie: Können wir jetzt den Schluss des Einspielers noch mal sehen? Nein. Ach, das geht leider nicht. Ach, das geht nicht. Nein, dazu ist die Sendung zu preiswert. Ja. Deine Mama hat gesagt, es war unordentlich. Wie sieht das typische Axel Prahl-Chaos aus? Ja, das war auch so eine Passage, mit der ich eigentlich nicht ganz einverstanden war. Also, ich glaube, das war dieses Verhältnis zwischen meinem Bruder. Mein Bruder hat es immer so dargestellt, als hätte ich das geschafft, dieses Chaos. Aber ich meine eigentlich eher heute. Wie sieht's heute aus? Also, hättest du Thorsten schon in deine Wohnung gelassen? Relativ gesittet. Ja? Ja, ja. Also es ist ohne Kamera ein natürlich. Kreatives Chaos. Ich sage, natürlich liegen da Stapel von Drehbüchern, natürlich, also viel Arbeit, so liegt da rum und so. Und, aber ansonsten ist es eigentlich recht sauber. Was wir jetzt von deiner Mutter nicht gezeigt haben, sie hat gesagt, dass wenn du Gitarre gespielt hast, also nicht nur unter dem Birnbaum, sondern auch wenn mal so stunk war, weil wieder Unordnung war, dann bist du in dein Zimmer, hast ein bisschen Gitarre. Tür zu und Gitarre spielen. Und dann bist du rausgekommen wie verwandelt. Ja, das stimmt. Ja, dann ging es mir auch immer gut. Also Musik war bisher eigentlich immer mein Ruhepool, meine Meditation. Es gibt doch nichts Schöneres als Akkordfolgen üben, ganz stur, C, G, C, G, G, F7, so. Und F7 auch schon, der dritte, ja, der war jetzt schon. Ist der schwierig? Na, das liegt aber, bis man erstmal drauf kommt. C7, 5, ja. Kommt an, was man spielen will. Sagen wir richtig. Es hört sich an wie Rückenbeschwerden, C7, 5, oder? Wie beim Zahnarzt, finde ich, so ein bisschen, ne? Stimmt, Zahnarzt. C7, 5, notieren Sie, Schwester Gabi. Ist nicht so schwer, kann ich dir beibringen. Ich kann ihn. C75, du kannst ihn, oder? Nur Ironie wird in Deutschland auch nicht mehr verstanden, oder? Das ist zwischen uns, wir sprechen ja als Kollegen und nicht als Ironiker. Als Musiker sprechen wir hier. Das haben wir jetzt inhaltlich nicht verstehen können, nochmal. Was war da los? Ich kann es auch nicht mehr zurückspulen, dazu ist die Sendung zu preiswert. Sehr gut. Bravo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem Spiel, das sich direkt herleiten lässt aus der künstlerischen und beruflichen Vergangenheit.